Okay, dann herzlich willkommen zur ersten Potsdamer Fechtschule für diesen kleinen Workshop auf Deutsch und Englisch über wie wir Handtreffer mit dem Langschwert vermeiden können. So welcome to this first workshop of the first Potsdamer Fechtschule, where we discuss how to avoid hand hits with the longsword. Also, erste Übung, wir müssen natürlich erstmal irgendwie reinkommen und ich möchte euch ein Gefühl dafür geben, wann ihr an den Händen verwundbar seid. Deswegen sucht euch einen Partner, ihr braucht Handschuhe und Fechtmaske und versucht mal ganz bewusst eurem Partner so relativ leicht, natürlich an eure Ausrüstung angepasst, zu den Händen zu tippen, zu schlagen. So for this first exercise, I want you to get a feeling of when you are vulnerable to hand hits. So get your gloves, get your mask and just lightly spar, very relaxed and try to strike to the hands of the opponent. If the opponent retracts the head, of course the head might be vulnerable. Okay, erste Übung, ab geht's. Gut, also wir wollen das so ganz systematisch Stück für Stück angehen. Und das Erste, was uns auffallen sollte, ist, dass eine leichte Möglichkeit, an den Händen getroffen zu werden, sich ergibt, wenn wir in Position, wo unser Ort nicht auf den Gegner zeigt, also nicht direkt bedroht, dass hier einfach unsere Hände zu weit draußen sind. Ne? Also in solchen Positionen, dass hier irgendwie vielleicht auch der Ellenbogen draußen ist, oder wir irgendwie schon hier vorne mit den Händen sind, dann sind natürlich die Hände erstmal ganz grundsätzlich von unserer Startposition her angreifbar. The first thing is our starting guard. If we're in a guard where the point is offline, so we are not threatening our opponent, then it might happen that either our hand stick out or elbow sticks out, that we are really relaxed in front here and now the hands are a huge target. Because we don't present a threat to the opponent. So if we're here, it's easy to just strike directly to these parts of the body because they are just presenting themselves to us. So remember, if you're like in Fomtag or Posta di Donna or whatever, Guardia di Spalla, pull your hands back towards your shoulder. So neither your hands, nor your elbows, nor any other thing sticks out in front of your body. Okay, so pull your hands back, pull your hands back, pull your hands back. Alright? Also, egal in welcher Position ihr seid, hier, wir haben nicht viel Schutz an den Fingern, deswegen zieht die Hände zurück, sodass sie auf einer Höhe mit eurem Körper sind, ne? Sodass nicht schon aus der Grundposition es möglich wird, eure Hände zu treffen. Okay, anwenden. Practice. Gut, also erster Tipp, ne, in allen Positionen, wo der Ort nicht auf den Gegner zeigt, so in all position where your point is not towards the opponent,
where you're not threatening him, your hands should be retracted. Die Hände sollten schön zurück am Körper sein. Das nächste ist, wenn wir Positionen haben, die natürlich auf den Gegner ausgerichtet sind, ne? Ob die Hände jetzt vorne sind oder hinter. So for all positions where the point is actually threatening the opponent, either if the hands are forward or they are retracted, right? So we have these strata positions, we have alter, we have long point, ne? Porta di ferro stretta, alter, oder was wir im Deutschen hier irgendwie mit dem Langort vorne sagen, benennen würden, oder Ox. Für all diese Positionen gilt, dass natürlich jetzt schon mal zumindest unser Kreuz gewissermaßen unsere Hände schützen kann. Ne? So in all these positions, the cross of our weapon is actually defending our hands. So we want to maximize its use. Also wir wollen jetzt den Nutzen davon maximieren. Und wie das halt gerade nicht passiert ist, wenn wir einfach nur mit der Klinge gerade auf den Gegner ausgerichtet sind, das Kreuz einfach nur oben nach unten direkt zeigt, es schützt uns vor keiner Seite und ganz, also ultra krass, wie leicht hier Hände zu erwischen sind. Ja, also in der Position, wo euer Kreuz einfach senkrecht ist, so in the position where their cross is vertical, you're neither covering the right or the left side, so it's really easy to tag the hands. Alright? Also, was machen wir? Stattdessen, wir gehen wirklich in die vernünftigen Positionen. Ne? Entweder Porta di Ferro, wir drehen das Kreuz leicht ein, oder Coda Longa. Ne? So we really go in this position like left flug, or Porta di Ferro stretta, Coda Longa stretta. So the cross is actually defending the right side, our left side and our right side. And in these positions, okay, even here, the cross, or in this case, even the shield, is actually defending the hand. All right, so you have something in the way. You don't need to form a horizontal cross. Also es muss nicht unbedingt sein, dass ihr das Kreuz hier komplett horizontal nehmt, obwohl im Daumengriff bietet sich das ja manchmal sogar an. So in the thumb grab, it advises itself to use the cross in a horizontal manner, but it's not really necessary, even in a sharp angle, like after a good right Oberhau, also sowohl nach einem guten rechten Oberhau, aber auch natürlich im Daumengriff, kann dieses Kreuz euch hier schon decken. Gut, das ist ja also der nächste Tipp, ne? Nicht einfach mit dem Schwert hier draußen rumstehen und das Kreuz nur senkrecht zu halten, sondern wirklich ganz bewusst die Klinge leicht eindrehen. Und ihr müsst nicht immer die Hand drehen, ne? So you don't necessarily need to turn your hands all of the time. You don't need to perform this mezzo volta. Ne? Muss nicht unbedingt sein. You also can just use your false edge and the cross on the other side of the blade. Alright? Also der Teil des Schwertes ist durchaus auch nützlich. Ne, wenn ihr euren Körper dahinter bringt, dann kann euch das hier auch ganz ohne Probleme decken und von hier aus könnt ihr immer noch reindrehen. So from this parry, if you strike my hands here, from this parry, you can still turn, perform this mezzo volta to thrust in the opponent, okay? But first things first, defense, alright? So use a good turn of the body and use the false edge and the other side of your cross. Okay, auf geht's! Gut, also wir haben uns jetzt hauptsächlich mit den Positionen erstmal beschäftigt. Ne? Einerseits, wie unsere grundsätzliche Position der Hände ist, dann wie wir sozusagen einfach die Drehung der Hände nutzen, um auch unsere Hände selber zu schützen. Wir haben darüber kurz geredet, dass auch Paraden mit der falschen Seite vielleicht manchmal einfach kürzer und schneller sind, um dann diese Hand hier zu schützen. Ne? Wichtig ist, wie gesagt, dass dann die Hand nicht einfach nur den macht, sondern tatsächlich wirklich der Körper dahinter ist. So we talked a bit about positions and how retracting our hands and using the turn of your hands can protect the hands and the forearms. Of course, if you're parrying with the false edge, it might be a faster motion, but you have to
really make sure that you turn your body behind it. So don't leave this big wide opening here, but really turn your body behind it. Even use the hip and the feet to move behind the false edge of your sword to make sure your right forearm is safe. Okay, als nächstes soll es ein bisschen mehr um die Bewegung tatsächlich gehen. Und das trifft sowohl für Stiche als auch für Schläge zu. Bei den Schlägen ist es ein bisschen leichter zu erklären. So this next part is more about attacks and how to avoid hand hits when you are actually attacking. This applies to thrusts and to cuts, but it's usually a bit easier to explain with cuts. Also wenn ihr angreift mit einem Schlag und die Tendenz dazu habt, zuerst eure Hände vorzubewegen, statt tatsächlich den Ort, also die Klinge, dann ist das natürlich eine mega Gelegenheit für euren Gegner, weil ihr bringt ihm zuerst ein Ziel nahe, bevor ihr ihn irgendwie hier bedroht. Ne? Das ist genau das, wo dann Maozzo, Manciolino, Dallagocchi eben immer sagen, okay, mit einem quasi Mezzo Mandrito oder einem einfach mit einem halben Schlag zu den Händen gehen und danach noch decken. Kein Problem. Ne? Oder der Gegner die Hände zuerst hochnimmt, ne? Hochnimmt, um dann zu schlagen. Das ist natürlich ein riesiges Tempo immer, ne? Was eure Hände verwundbar macht. Na, das kann also auch aus so einer Position sein. Und ihr hebt hier, um dann zu hauen. Jetzt habe ich die klassische Griffparade. Aber natürlich, ne, immer in dem Moment, wo wir zuerst ein Ziel präsentieren, bevor wir die Bedrohung präsentieren, ist natürlich, gibt's die Möglichkeit für unseren Gegner, da zu unseren Händen zu hauen. So if we attack and we present a target, like our hands, before we present a threat, like our blade, then there's always the opportunity for your opponent to strike to the target and deal with a threat afterwards. Okay, and this can be in a like cutting motion, this can be in a preparatory motion. So if you load your cut maybe from a long point position, that's a tempo, an opportunity for your opponent to strike to the hands and deal with the cut afterwards. Okay? And this also applies to the thrust. Also das trifft eben auch auf die Stiche zu. Gerade wenn ihr hier vorne seid und eure Hände den Gegner nicht wirklich bedrohen, ne, weil eure Fußarbeit nicht entschlossen genug ist, ihr einfach völlig außer Reichweite seid, ne, und ich einfach nur das hier mache, das bedroht den Gegner überhaupt nicht. Ne? Selbst wenn Marius nichts machen würde und ich einfach nur das mache, alles was ich, muss nicht mal nach hinten lehnen, genau, bleib schön stabil, Rücken gerade, ne, muss gar nichts machen. Alles was das macht, ist ein Ziel zu geben, ne? Das ist keine Bedrohung da vorne, weil das hat nie die Möglichkeit, den Gegner zu erreichen. Oder auch ein Hieb, selbst wenn der gut ist, wenn der Hieb quasi zuerst die Bedrohung nach vorne bringt, aber auch das hier ist zu kurz, ne? Hier müsste irgendwie einen Schritt folgen, ne? Damit das irgendwie eine Bedrohung ist. Alles, was ich hier mache, gerade wenn es noch ein bisschen weiter draußen ist, ist, ich präsentiere hier ein Ziel mit meinen Händen. So, even if you're doing a thrust or a good cut while moving your blade first, if it's too short, you're always just moving a target into the range of your opponent without presenting an actual threat. Okay, because you're not actually in range. Also achtet darauf, wenn ihr angreift, dass diese Angriffe auch tatsächlich ernst genommen werden müssen. Na, dass diese auch wirklich pariert werden müssen. Dieses kleine hier vorne, das hier ist eigentlich alles im Tempi für den Gegner, um zu euren Händen anzugreifen. Okay? So every motion up front here is not a threat. Okay? It doesn't accomplish anything. Maybe it looks cool, but it doesn't accomplish anything useful in the fight beside presenting a target to your opponent. Okay? Bisschen darauf achten, dass ihr auf die Reichweite schaut und auf geht's. Thank you.
sehr gut. Okay, vielleicht nochmal ganz kurz, wie haut man denn besser, als zuerst die Hände nach vorne zu nehmen und dann den Ort hier reinzubringen? Ne, klar, der Hintergrund ist wahrscheinlich irgendwie, dass man möglichst viel Kraft hier in diesen Hieb reinbringen möchte. Deswegen am besten zuerst schreiten, so wie man so einen Baum fällt, ne? Oder sich vorstellt, vielleicht einen Baum zu fällen. Also Holzhacken geht tatsächlich gar nicht so relativ ähnlich, ne, dass man hier die gesamte Körperdrehung mitnimmt, um die maximale Kraft zu verwenden. So, how to not strike? Of course, if you want to generate a lot of power, yeah, then go for it. Step first, twist your body and let your point like fly according to your body. This looks pretty much like wood chopping. But if you actually want to present a threat before you present a target, then it's actually good if you imagine like a line between your point and the opponent or the target you want to hit. So, was wir machen wollen, ist wirklich zuerst, ne, vielleicht hier aus dieser typischen Position rechts vom Tag, wir drücken die rechte Hand nach vorne, ne, die linke zieht vielleicht so ein bisschen nach unten am Knauf, ne, und der Ort hier schnellt so zügig wie möglich quasi zum Gegner. Ja, wenn also die Hand sich als Ziel präsentiert, ja, dann können wir hier einfach whoop, und sind direkt mit dem Ort wieder auf den Gegner ausgerichtet, können verteidigen und so weiter. So if you want to move your point first, it's mandatory to push with the right hand, maybe pull a bit down and to your left if you want to perform a right Oberhau. So you actually, just like striking and boxing, you're pushing your hands into the destination you want to go in. Move directly there. Don't use like a preparatory motion. Just start from there. Like go in this position from the onset. Also ihr könnt in diese Position gerne von Anfang an gehen. Ne? Ist ja gar kein Problem. Und dann das machen. Und von hier beispielsweise wäre es auch wieder ein nach vorne bringen der rechten Hand. Ein stärkerer Zug mit der linken. So from here it would be still a pushing with the right. A stronger pull with the left. So you still end with the poor tree. So you still end with the point online before your hands get into the range of your opponent. Okay. And depending on your starting position, of course, the actual cutting motion changes, varies. So from down here, it would be still a push with the right hand, or if you want to strike an underhau, still push, okay, bring your point online and then go in, move direct and to the target. So, okay, after you cut, or after you tried to thrust the opponent, most people don't recognize, but if this cut or thrust is parried, your point and your blade is actually not a threat to your opponent anymore. So if your hands stick out here, just relax, then they're a huge target once again for your opponent to do anything he likes. So, for example, Marius cuts a right Oberhau at me, also Marius schlägt einen rechten Oberhau zu mir und lässt die Hände hier nach unten, dann natürlich kann ich einfach gucken, dass ich hier entweder auf die Seite gehe oder auf die andere Seite. So you can go to either side if you parried the opponent's blade and it isn't a threat to you anymore, you can just cut around. Also, wie macht man es besser? So how to improve this? Well, after you've cut or after you've thrust, okay, not a threat, your opponent lightly will strike to your target. So shorten again, maybe wind around, do something else, okay? Also es ist relativ klug, nachdem ihr euch lang gemacht habt, ne, den Ort einschießen lassen habt, dass ihr euch dann wieder kürzt, ne, um entweder eine gegnerische Bewegung zu verteidigen oder natürlich auch wieder selbst eine gegnerische Konter, also eine eigene Konteraktion beispielsweise zu starten. Ne. Ob das jetzt ein Stich ist, wie gerade eben, oder ob das
Ob das ein Schlag ist, ist dabei relativ egal. Ne? Aber wir wollen da vorne eben nur sein, wenn wir tatsächlich den Gegner bedrohen. Wir wollen nicht hier einfach sein und hier quasi chillen. Ne? Ob er jetzt hier rumschlägt oder vielleicht einen Unterhau macht, ne, aus der gleichen Position. Alles ist möglich. Das sind halt riesige Ziele in diesem Moment. Ne? Wenn ihr einfach nur hier rumhängt, wenn ihr beispielsweise abgleiten lässt und wieder kurz reinzieht, reinstecht, ne, könnt ihr ohne Probleme weiterarbeiten und eure Hände sind nicht mehr in solcher großen Gefahr. Ne? Also nach dem Schlag ruhig die Hände wieder kürzen, ob ihr sie hier wieder zurücknimmt. Hier ist völlig egal, ne, aber die Hände sollten nicht tatenlos hier vorne bleiben. So don't leave your hands stranded out here, like with no motion, with no threat. These are once again just a huge target for your opponent to strike. Okay? Alright. Üben. Macht schön entspannt. Also, nächster Teil. Wir haben uns die Angriffe angeguckt, ne, und wie wir uns nach dem Angriff wieder verteidigen. Wie sieht's denn aus, wenn wir uns direkt verteidigen? Naja, da gibt's ein Tipp ist natürlich, wie gesagt, das Kreuz ordentlich zu nutzen. Ne, bei euren Verteidigungsbewegungen macht nicht einfach hier nur so ein Hin- und Herwischen. Gerade wenn wieder das Kreuz sehr weit einfach nur nach unten guckt. Erstens, wenn ihr das und einfach nur versucht, zum Gegner zu patschen, werdet ihr immer mit der Fläche landen. Das sind keine ordentlichen Hiebe. Ihr habt nicht viel Kraft auch in euren eigenen Paraden. Das zerfällt in der Regel im Sparring in voller Geschwindigkeit. So if you're parrying with like just a windshield wiper motions, like almost with the flat of your blade, this will mostly fall down if you're going to full speed sparring, because these are actually quite weak, because it's just your hands that doing the motion, especially if you go with the one-handed sword, this becomes quite weak. Better to actually parry with like little cut. With this cut, your cross will be aligned just as well, so this would be quite safe. And the next thing is, if you're parrying like a cut around here, don't parry too wide, okay? If I'm parrying out here, my blade again is no threat for the opponent, but I present a huge target, okay? So to go around here is now really hard, because one big motion needs another big motion to close the line again. So if you're parrying really wide, like here, and then cut around, and I parry even wider here, then I'm not only open in the hands, but also in the body. But on the small scale, this mostly concerns the hands. So if I'm just doing like this, this already presents the forearm as a huge target. Like if one typical action, thrust on the inside and then cut around to a left Oberhau. So thrust on the inside, like in Guarda di Faccia. And then you can't always use, you rely on the tree. Also ihr könnt euch nicht immer auf den Baum verlassen. Na? Aber wenn ihr hier quasi zu weit offen macht, dann kann diese Aktion sehr klein sein. Ne? Gehst du mal, kannst auch in den Flug gehen oder egal, ne? Oder in eine Stretter-Position. So if I'm doing just like, and just go around, like little motion, don't make this wide motion, this needs too much time, but just a little motion, you can, like, from this to here, it feels like a stramassone or maybe stramassoncello, like the little cutting round motion. You can easily hit this forearm here and then cover again, okay? And this relies on your opponent parrying too wide and parrying without presenting a threat to counter you, okay? Also diese zwei Sachen, nicht einfach nur wie ein Scheibenwischer, sondern ordentliche Schläge im Prinzip. Und auf den Schlägen, die nicht zu weit führen, so don't cut too wide, but
present a threat to your opponent. If it's a thrust, so if you cut, and you're just presenting the thrust to your opponent, or you can actually cut as well. So if you really step into me and cut a bit closer, then maybe a dupliant motion might be better, or you can grind around with a false edge. Of course, these are all possibilities, but you always accompany a parry with a riposte. Never parry without attacking, and never attack without a parry. Never attack without a parry, and never parry without an attack. Okay? Auf geht's. Gut, letzter Teil. Lasst uns ganz kurz ein bisschen über Griffe reden. Ob ihr nur in einem normalen Hammergriff, ne, denkt dran eher von der Hammerfaust als wie ein Hammer mit einem Hammer schlagen seid, oder Handshake oder Daumengriff, macht eigentlich gar nicht so einen krassen Unterschied. Ne? Natürlich, wenn ihr in den Daumengriff geht, ist euer Daumen wesentlich schwieriger tatsächlich zu treffen, weil er hier hinter dem Schild tatsächlich ist. Ne? Das ist also eigentlich gar nicht so schlecht. Und der große Teil eurer Hand, ne, bei den Handschuhen, ist halt ein bisschen näher dran. Wenn ihr hier die fetten Sparring Gloves, naja, die Sparring Gloves sind gar nicht so fett, aber hier die von Spess nehmt und hier seid, dann kann das halt wirklich passieren, dass hier einfach so viel übersteht, ne, inklusive eurem Daumen, dass der natürlich sehr leicht getroffen werden kann. Aber selbst mit diesen kleinen Handschuhen sieht man ganz gut, dass hier der Daumen natürlich ein bisschen verwundbar ist. Und ich schließe mich da mit Easton an, nehmt den Daumen einfach hoch. Ja, hier hinter eure Klinge, dann ist der wesentlich schwieriger anzugreifen. Ihr könnt natürlich auch die Hand insgesamt einfach ein bisschen nach unten bewegen. Ja, dann ist natürlich der Daumen auch schwieriger anzugreifen. So, concerning grips. It actually doesn't matter too much if you're in like usual hammer grip. Remember, it's a hammer fist from like striking, not from actually using a hammer. Or like handshake grip or a thumb grip, doesn't matter too much. Of course, if you're worrying about your thumb, the thumb grip will put your own thumb behind the flat, behind the shield of your blade, and keeps it very safe. Well, especially with big gloves like the Spess Heavies, if you're like in a hammer grip, this can be really vulnerable. And even you see it like here with these light leather gloves, the thumb sticks actually out. You can, of course, deal with it with like blade angulation, but an easy fix would be, like Matt Easton already suggested, to just pull the thumb here up. It's depicted in certain sources, I don't know which, but it works quite well. Or you could just move your hand a bit towards the rear, depending on how much grip you have left. Okay, so now let's deal with someone who actually wants to strike to our hands. Of course, you can use this position with the extended hands and the tip offline, or the tip as not a threat, as an invitation. Okay, so I can use like Guardia di Testa as an invitation for my opponent to actually strike to my hands and use that motion to counter this. This also works with like a thrust, where you thrust to the opponent, then he tries maybe to strike to the hand with an underhaul. You shorten your blade, and then you get the opportunity for a mutieren, for example. Okay, so this would be again like attack, parry, counter attack. Okay. So you, of course, can use your hands as a target, as an invitation on purpose. But it should always be on purpose. So never leave your hands here and don't worry about them. But be very aware that in these positions, your hands are actually vulnerable and the strike to your hands is quite probable. Okay? So it gets easier to deal with. Okay, if the opponent is like in an Alba position or like a Porta di Ferro Larga, or yeah, just with the point down and actually just waits for you to move in to strike like a false edge cut to your hands,
Of course, the sources should suggest to us that we go into like high vom Tag, also den hohen vom Tag, and just strike to the head with like extended hands to use our reach advantage. Also um unseren Reichweitenvorteil zu nutzen, sagen uns eigentlich die Quellen, dass wir hier das nutzen sollen und im Prinzip aus der Angst heraus, so out of the fear of this cut, he will parry. This doesn't work always with protection gear. Also das funktioniert nicht immer, sobald ihr wirklich Sparring Gear anhabt. Eine andere Variante damit zu dealen wäre natürlich einfach schon vorher eine Art virtuelle Überbindung zu suchen. So another solution to this problem might be to look for like a virtual overbind. So not actually physical, but I just put my blade on top over his. And now the cross actually protects my hand quite well from a direct cut. Okay. Also, if the opponent strikes to my hand, I'm in a good position for a counter. And if he does nothing from here, well, it's certainly easy to just strike to the opponent because you have your hands in a better position, closer to the direct line to the opponent. Okay, and here maybe even like Krumpau plays come into play. Like if the opponent's in Langort, or even if he's in like Alba, so get on low again, you can just again use this motion to block him, really pull him out, and then wind in. Okay, so this is just one way, also es ist nur eine Möglichkeit, damit umzugehen, indem ihr vorher schon so ein bisschen wie die Überbindung sucht. Ihr müsst gar nicht die Überbindung formen. Also geht entweder ich bin jetzt immer zur rechten Seite gegangen, ihr könnt aber auch zur linken gehen, könnt hier gucken, dass ihr hier rüberkommt, ja, und dann zur anderen Seite. Und so kriegt ihr vielleicht Gegner dran, die einfach nur hier unten lauern und gucken, dass sie einem irgendwie zu den Händen kommen. Ihr dürft nicht vergessen, so remember that there is a point when you can't afford to hesitate anymore. So if I'm like here, and I hesitate to go really into the opponent. This is even too close already. This is already close enough. If I hesitate at this point, it is quite possible for the opponent to just change through and use his own technique against me. So if I'm here, I'm just doing this. Yeah, this is again an opportunity for my opponent to counter me. So look for the right moment, and this comes with practice. Go in and then strike to the next opening after you secured his sword. Alles klar? Letzte Phase der Übung. Einfach nochmal ein bisschen mit spielen. Macht es schön locker. Wie gesagt, man muss so ein bisschen das Tempo hier rauskriegen. Deswegen versucht euch in einer flüssigen Bewegung zu bewegen, aber wählt die nicht zu schnell, die Geschwindigkeit. So try to move in a fluent motion. Don't stop between the motions, but use a speed that is fairly low. Okay. Gut, viel Spaß und ansonsten bis zum nächsten Mal. So, this was our first workshop at the first Potsdamer Fechtschule. It was held bilingual and with the new recording equipment. So we hope you liked it, and remember to subscribe and give it a like if you like this format, so we can produce more of these workshops. Also wir hoffen, ja, euch hat dieser erste Workshop von der ersten Potsdamer Fechtschule gefallen. Wir versuchen dieses Event öfter zu veranstalten und auch mehr Workshops so zu geben. Wir haben ein bisschen neues Equipment. Lasst uns in den Kommentaren wissen, ob ihr uns gut verstehen könnt oder worauf wir vielleicht noch eingehen sollen. Bis dahin geht sicher, dass ihr uns abonniert habt und uns einen Daumen hoch da lasst, damit wir auch in Zukunft noch mehr publizieren können. Vielen Dank und bis bald. Ciao.